bin die Marion von Marions Bastelstübchen. Wir machen diese Woche wieder weiter mit unseren Kuchenbasteleien. Also eigentlich nur deshalb Kuchen, weil das Materialpaket, das ich euch hier zusammengestellt habe, heißt Kuchen ist die Antwort. Und der Name kommt daher, dass wir hier dieses geniale Produktpaket haben, bestehend aus dem Stempelset Kuchen ist die Antwort und der Elementstanze Torte, die uns eine Torte und einen Kuchenständer dazu ausstanzt. Und wie immer könnt ihr mein Materialpaket in zwei Ausführungen haben. Einmal nur das Verbrauchsmaterial wie Farbkarton, Bänder, Designerpapier, Akzente. Und einmal könnt ihr das zusammen mit dem Produktpaket Kuchen ist die Antwort haben. Also mit Stempelset und mit Elementstanze und dann zu einem unschlagbar günstigen Preis. Informiert euch einfach auf meinem Blog, da ist nochmal alles ganz genau geschrieben und wer bestellen möchte, bitte unter marion.ziske@web.de. Letzte Woche haben wir hier diese kleine Schachtel gebastelt, die ist ohne Kleben, die wird einfach nur so zusammengeschlagen und dann mit der Schleife zusammengebunden, also guckt euch das Video von letzter Woche an, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und diese Woche habe ich diese kleine Verpackung für eine ganz berühmte quadratische Schokolade. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich bastel die Schokoladenverpackung heute aus Farbkarton in der Farbe Jade. Der ist 16,5 x 25 cm groß. Das bearbeite ich jetzt mit meinem Papierschneider mit dem Falzeinsatz. Ich lege es mal mit der längeren Seite nach oben zuerst an und mache einen Falz bei 5 cm. Schiebe dann weiter zu 6,5 cm. Drehe das ganze Teil um. Und falze von der anderen Seite bei 7,5 cm und bei 9 cm. Jetzt wird das Ganze hochkant gedreht. Und wir falzen bei 1,5 und bei 3 cm. Und das mache ich jetzt jeweils hier in die andere Richtung so, von der Schneidemaschine. 1,5 und 3 cm. Und auch das von der anderen Seite her noch mal ganz genau. Die Falzlinien gehe ich jetzt alle noch mal mit dem Falzbein nach. Und jetzt schneiden wir das Konstrukt noch ein bisschen ein. Ich lege es jetzt so vor mich, dass ich hier die etwas kürzere gefalzte Seite oben habe. Das sind also die 5 cm und hier unten bei mir ist die 7,5 cm lange Seite. Und da schneide ich jetzt einfach mal an dem zweiten Falz, also an dem inneren, bis zur Kreuzung ein. Und schneide das Teil hier. Das komplette Rechteck schneide ich raus. Dann schneide ich auch daneben bis zur zweiten Kreuzung ein. Mache hier oben dieses kleine Quadrat weg. Und wenn ich das jetzt hier so ein bisschen schräg zuschneide, dann habe ich schon eine erste Klebelasche. So, das Teil hier lassen wir im Ganzen. Schneiden es hier ein. Und können jetzt hier oben wieder alles, was da noch übrig ist, abschneiden. So sieht das jetzt aus. Und das Gleiche mache ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite ganz genauso. Nachher sichtbaren Seiten mache ich mir meine Ecken rund. Das ist jetzt wieder die 5 cm Seite oben, wie eben auch. Die bekommt von mir eine Rundung. Dazu nehme ich hier meine Trio-Stanze,
mit dem Eckenabrunder, schiebe das hier in die Führungsschiene rein und bekomme dann die gerundeten Ecken. Und auch hier möchte ich jeweils die Ecken runden. Da ich es so nicht in die Stanze bekomme, klappe ich dieses Teil nach unten und kann jetzt meinen Farbkarton in die Führungsschiene rein schieben und nichts geworden. Machen wir nochmal. Und jetzt ist die Ecke rund, so wie es sein soll. So, die andere Seite unten, die sieht man nachher nicht mehr, deswegen lassen wir das so. Die Box wird dann nachher so zusammengeklebt, dass ich hier meinen Verschluss habe. Und ihr könnt jetzt hier entweder kleine Magneten anbringen, die die Box zusammenhalten, oder einen Klettverschluss. Oder ihr wickelt einfach einmal ein Band rum, dann ist das Ganze auch zu. Ich möchte euch heute aber gerne eine Variante für die Big Shot Besitzer zeigen, wie man so eine Schachtel verschließen kann. Und zwar wäre mein Vorschlag hier, so eine kleine Lasche einzustanzen mit der Big Shot, wo wir dann einfach diesen Überschlag hier drunter schieben und die Box ist zu. Dazu braucht ihr ein kleines Kreisframelet oder Ovalframelet. Ich habe hier eines gefunden im Set bestickte Etiketten. Das wären jetzt diese hier, und zwar dieser Kreis, der hat für mich die richtige Größe. Und die Kunst besteht jetzt darin, diesen Kreis nicht komplett auszustanzen, sondern eben nur zur Hälfte. Und dazu müssen wir erstmal mit dem Geodreieck abmessen, wo denn die Mitte ist. Ich klappe jetzt meine Box mal zu, so wie sie sein soll, wenn sie verschlossen ist. Und mache mir mit dem Bleistift hier mal einen Strich an der Kante, damit ich schon mal die Höhe weiß, wo das Framelit enden soll. Und jetzt nehme ich mein Geodreieck und messe mir mal ab. Das sind 5,3 cm auf jeder Seite. Das heißt, hier ist exakt mein Mittelpunkt. Jetzt habe ich hier meine Magnetplatte von der Big Shot. Ihr könnt natürlich auch jede andere Plattform benutzen. Lege da jetzt mein Gebilde drauf. Ihr müsst es ein bisschen zusammenklappen, damit es euch hier drauf passt. Und lege jetzt mein Kreisframelet so an, dass es ungefähr mit der Hälfte auf dieser markierten Kantenlinie liegt und im Verhältnis zum Mittelpunkt schön mittig. Und wir legen jetzt die Platte, die Acrylplatte, so drauf, dass die Kante der Acrylplatte auf meiner angezeichneten Bleistiftlinie endet. Das heißt, die Walzen, wenn ich jetzt durch die Big Shot fahre, haben nur bis hierhin Druck. Hier ist kein Druck mehr drauf, wird also nicht gestanzt. Dann kommt das hier raus, dass eben nur die Hälfte des Framelits mit ausgestanzt wird. Das mache ich jetzt gerade mal an meiner Big Shot. Das ist nun also das gestanzte Ergebnis. Und meinen Bleistiftstrich, den werde ich jetzt vorsichtig entfernen. Und jetzt teste ich es nochmal. Halte das hier zusammen und kann jetzt die Umschlaglasche hier oben hineinschieben und die Schachtel ist verschlossen. Dann klebe ich es jetzt mal im Schnelldurchlauf zusammen. Jetzt auch schon meine Schokolade verpacken. Passt exakt hier hinein und hat einen pfiffigen Verschluss. Ihr könnt natürlich auch diese Seite als Front nehmen und könnt die hübsch verzieren. Ich habe aber ein bisschen mehr Platzbedarf und deswegen drehe ich das Ganze um und werde es jetzt noch mit Designerpapier verzieren.
Ich habe ja für meine ganze Videoreihe Gucken ist die Antwort das Designerpapier Süße Überraschung benutzt, das ihr auch im Materialpaket wiederfindet. Und ich habe mich jetzt für dieses Papier hier entschieden und habe das schon mal ein bisschen zurechtgeschnitten. Das ist jetzt hier ein Zuschnitt von 9,5 x 8,5 cm und der passt mir genau hier hinten auf die Fläche. Hier klebe ich auch wieder mit meinem Tombow, dem Mehrzweckflüssigkleber. Ihr wisst ja, mein Lieblingsspruch an dieser Stelle, den kann man noch so schön hin und her schieben, bis das Teilchen mittig sitzt und dann drücken wir es fest. Aus dem gleichen Papier habe ich mir noch einen Streifen geschnitten. Der hat nämlich hinten so eine schöne Bonbonrückseite. Und dieser Streifen ist jetzt 5 cm mal 8,5 cm lang und wird von mir bearbeitet mit meinem Lieblingsutensil, der Stanze gewellter Anhänger. Ich schiebe das hier rein bis zum Anschlag und habe dann ein süßes kleines Etikett, das wir jetzt noch mit einer Torte und einem schönen Spruch bestücken werden. Zum Stempeln nehme ich immer ganz gerne die Stempelmatte. Da kann man nämlich diese Klarsichtstempel ganz wunderbar ordentlich abstempeln. Ein Reststückchen Flüsterweiß habe ich hier noch und meine Memento Stempeltinte. Die ist schwarz, damit male ich mir oder stempel ich mir meine Umrisse. So, einmal meine Torte. Und dann stempel ich mir hier noch so einen Aufsatz, den wir nachher an der Torte befestigen. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen bunt. Ich habe mir die Stampin' Write Marker rausgesucht in den gleichen Farben, wie sie auch im Designerpapier vorkommen. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen mit rummalen. Und die große Fläche von meiner Torte, die möchte ich gerne mit dem Aquapainter, mit dem Wassertankpinsel und etwas Tinte aus meinem Stempelkissen in Amethyst ausmalen. Ich habe hier mal mit dem Deckel gedrückt. Überall Katzenhaare, ich sag's euch, es ist schlimm. Und kann jetzt mit dem Wassertankpinsel diese Farbe aufnehmen. Und kann mir in einem helleren lila Ton, als das Stempelkissen ja eigentlich ist, hier meinen Kuchen schnell ausmalen. Die weißen oder diese Punkte, die lasse ich hier einfach weiß. Und fertig ist die Torte. Jetzt kommt die Elementstanze Torte ins Spiel. Da kann ich hier, ja wie gesagt, meine Torte ausstanzen. Bleibt immer so ein kleiner weißer Rand drumherum. Sieht richtig hübsch aus. Und den Tortenständer, dafür nehme ich hier ein Stück silbernes Metallicpapier. Das habt ihr auch in eurem Materialpaket. Und da stanze ich mir jetzt hier dieses Tortenständerchen aus und befestige die Torte von hinten. Da haben wir noch ein bisschen Dreidimensionalität. Das mache ich folgendermaßen. Ich nehme ein Dimensional und klebe das hier so zur Hälfte auf die Torte und klebe dann den Tortenständer von vorne dagegen. Jetzt sitzt das Dimensional genau hier unter dieser dickeren Stelle und die Torte ist hinten befestigt. Jetzt fehlen uns noch diese Lollis. Dafür nehme ich jetzt mal meine Papierschere und schneide die aus. Ich schneide die aber so aus, dass ich hier unten noch ein Stück dran lasse zum Festkleben und auch die Stiele in der Mitte, da möchte ich zwar, dass man durchgucken kann, ich schneide aber nur hier innen diese Dreiecke raus, so seht ihr das, und lasse das hier unten alles dran. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf.
das, was ich hier unten dran gelassen habe, das klebe ich jetzt hinten an meine Torte dran. Am besten mit einem Mini-Dimensional. Das passt nämlich hier wunderbar drauf. Und dann kommen hier die Lollis von hinten dagegen. Ganz süße Sache. So, dann klebe ich gleich noch ein paar mehr Dimensionals auf meine Torte. Und bevor ich das festklebe, nehme ich ein Stückchen von meinem tollen Wendeband, das wir hier in den Farben Jade und Apfelgrün haben. Einmal grün vorne oder nehmen wir Jade vorne? Ich nehme mal Jade vorne. So, da brauchen wir wirklich nur ein kleines Stückchen. Und das knote ich jetzt fest mit einem Stückchen mit der gestreiften Kordel. Die habt ihr auch im Materialpaket, genauso wie das Band, jeweils 1 Meter. Jetzt kommt noch der Spruch dazu. Da habe ich mir aus dem Stempelset ausgesucht. Einmal zum Geburtstag viel Glück. Und dann noch den Zusatz. Und im neuen Lebensjahr viele süße Stunden, passend zur Schokolade. Einmal werde ich in Wassermelone stempeln. Auch wieder auf ein Reststückchen Flüsterweiß. Und dann nehme ich noch das Stempelkissen in Amethyst. Und stempel den kleinen Zusatzspruch und schneide mir die Streifen mit der Schere in die passende Größe. Letzt kommen mit meinen Lackakzenten hier noch ein paar Farbkleckse drauf, die noch dazu schön glitzern. Und wem es noch nicht genug glitzert jetzt, der kann noch mal den Präzisionskleber zur Hand nehmen. Gut schütteln, ganz wichtig. Und man kann dann mit dieser feinen Spitze hier noch ein paar Akzente aufmalen. Das trocknet dann an und sieht aus wie ein Lacküberzug. Wichtig ist, dass ihr das vor dem Antatschen dann gut trocknen lasst. Das geht aber relativ schnell. Hier ist nochmal das andere Muster in der Farbe Wassermelone kombiniert mit dem Lilaton Amethyst. Und wenn ihr mehr Infos haben möchtet zu meinem Materialpaket, schaut doch einfach auf meinem Blog vorbei oder wartet noch einen Moment hier im Anschluss an das Video, könnt ihr auch gleich nochmal die Übersicht sehen. Bestellungen wie immer, entweder Materialpaket oder die aktuelle Ware von Stampin' Up, bitte per E-Mail an marion.ziske@web.de. Und dann freut euch auf nächste Woche, da gibt es eine kleine Kuchenbox für euch. Bis dahin, tschüss!